So, willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Kristall. Und in diesem Part geht es weiter mit unseren Quapuzzi, Cossilla, Sauron, Magneton, Meganie und Habitag. Ja. Und zwar hier in der Stadt. Und in die Arena können wir nicht. Das heißt, wir gehen einkaufen. Willkommen, womit kann ich dienen? Koch. Phlegmon-Route. Woran erinnert uns das? Nein, wir möchten keine Phlegmon-Route kaufen. Tschüss. Komm wieder. So, da drin hörte sich es total komisch an. Wen packe ich jetzt eigentlich nach vorne? Oh, Priscilla, komm. Ich brauche ein bisschen Training. Level 30 bei den anderen Pokémon ist vollkommen okay. Nö. Was bist du denn für einer? Man kann so viel unternehmen mit seinen Pokémon. Das macht unheimlich viel Spaß. Also, tut es das. Na dann. Obwohl er recht hat, Camper Moritz möchte kämpfen und schickt Sandan in den Kampf. Typ Boden, vom Level her ist Priscilla auf jeden Fall weit vorne. Fund, Schlecker, Irrschlag, Bitterwurf und Irrschlag. Damit ist Sandan wenigstens verwirrt, potenziell. Einiger. Meh. Egal, weiter Irrschlag. Mal gucken, ob wir Sandan verwirren können. Volltreffer, schön. Und verwirrt. Sehr, sehr nice. Sandan ist verwirrt. Und Fratzer. Fällt Priscilla wunderbar aus und ich freue mich drauf, wenn sie sich entwickelt. Sandan ist verwirrt. Sandan, Sandwirbel. Könntest du dich auch mal selber verletzen? Schlecker. Und das reicht nicht. Ist nicht mehr verwirrt. Nicht schön. Ist Offentyp normal? Ist Ihr Schlag so viel stärker? Wie ein Fund? Muss ich gleich mal nachgucken. Ich hab die Zahlen wirklich nicht im Kopf. Und wieder verwirrt. Haha, toll. Ich finde das gut. Und Kratza. 3 KP. Da möchte ich Priscilla nicht drin lassen. Quapuzzi, Magneton. Sandan hat zwar eigentlich einen riesen Vorteil durch seinen Bodentyp. Aber mal ganz ehrlich, es ist verwirrt. Und Magneton hat einen riesen Levelvorteil. Tackle. Volltreffer. Sandan wurde besiegt. Priscilla erreicht Level 21. Der Spezialangriff, Leute, guckt euch das an. Konfusion! Schön. Soll eine Attacke zugunsten Konfusion vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Ritterkuss war Verwirrung. Konfund. Und schwupp, Priscilla hat Konfund vergessen und erlernt Konfusion. Selbst Sandama ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Da möchte ich Magneton nicht drin lassen. Sauhund auch nicht. Ich gehe immer vom Typen aus. Vom Typ her ist das nächste Pokémon doch Schleimvorteil. Quapuzzi. Surfer. Gib Gas. Los, 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 gib Gas. Hau es weg. Du hast so einen riesigen Level-Vorteil. Das ist einfach der Vor-Nachteil. Ne, eigentlich Vorteil. Von dem dicken, fetten Trainingspart, den Marcy eingelegt hat. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Und ich hoffe inständig, dass Priscilla schneller ist als ein Zubat. Für ein One-Hit-KO müsste es bei der Spezialangriff auf jeden Fall reichen. Einen kleinen Level-Vorteil hat Priscilla auch.
Und, richtig geraten. Ja, die Attacke ist sehr tief. Und super gut besiegt. Und Kusula erhält Erfahrungspunkte. Verlieren macht überhaupt keinen Spaß. Nein, tut es nicht. Beut. Nicht Pokémon. Beutel. Und garantiert auch noch irgendwelche Tränke. Oder nicht? Sonnenbonbon ein. Oh, wir haben sofort dran. Okay. Kann Kusula haben. Geht nicht so viel ins Ober hier rein. Und hier. Ich passt schon. Da rechts möchte ich jetzt nicht durch. Ui! Gehst du auch zum See des Zorns? Spielen wir ein bisschen? Ich will nicht spielen. Aber meinethalb. Picknicka Ilona möchte kämpfen. Picknicka Ilona schiebt Pibi in den Kampf. Pibi! Level 20 sogar. Da haben wir nicht allzu den großen Level-Vorteil. Mal gucken, wie viel Schaden Priscilla macht bei Neutral. Den Schaden. Boah, ist auch noch okay. Komprimator. Jetzt will ich wissen, wie lang Priscilla trifft. Okay. Einmal Komprimator reicht nicht aus. Klaviert. Sehr, sehr schön. Wir brauchen den Irrschlag gar nicht mehr, um gegnerische Pokémon zu verwirren. Eine Konfusion noch. Treffen. Machusilla. Menü. Und jetzt macht es sich noch kleiner. Mensch. Blödes Pokémon. Ja, hat sich Priscilla jetzt auch gedacht. Das Frauenbattle hat Priscilla gewonnen. Picknicka Ilona wurde besiegt. Ich habe zu lange gespielt. Oh ja, das hast du. Eine Wiese, eine Wiese, lalala, Visor. Wiese, Visor, ja, das Spiel möchte uns etwas sagen. Du bist entkommen. Hey, hast du seltene Pokémon? Priscilla und die Weiterentwicklung, ja doch, ist selten. Hat man nicht allzu häufig. Schlurp. Schlurp. Ja, und Schlurp hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar einen sehr, sehr starken Griff. Normal Pokémon halt. Die halten einiges aus. Stampfer! Aua! Pokémon wechseln, Priscilla soll überleben. Magneton. Du handelst das schon. Schlurp. Magneton. Magnet. Ja, Magneton lacht sich da nur schlapp über den lächelnden Schaden von Schlurp, wo Priscilla deutlich mehr Probleme hatte. Magneton. Ja, ja, immer Magneton kitzeln. So lange kitzeln, bis es sich nicht mehr rühren kann vor lauter Lachen. Das ist natürlich auch eine Technik, die funktionieren kann. Aber bei meinem Magneton, unser Magneton, Entschuldigung, nicht wird. So, und weiter. Schön, dass das hier keine Nuzlocke ist. Taubauer! Priscilla! Nö. Wechsel. Magneton. Noch möchte ich es gerne behalten. Ich habe nämlich mit Magneton noch was Kleines vor. Was später noch interessant sein wird. Wer das Spiel kennt, weiß, was ich mit Magneton vorhabe. Ob es sich ausgeht, das ist nur eine ganz andere Frage. Priscilla kriegt Erfahrung, Magneton kriegt Erfahrung und kein Level Up. Auf beiden Seiten. Toll. Trainer. Stell dir mal vor, so ein Mario hat sich über meinen Pokémon lustig gemacht. Unverschämtheit. Mein Pokémon ist toll. Das werden wir gleich sehen, ob dein Pokémon so toll ist. Pokémon hier,
Hero möchte kämpfen und schickt Nido King in den Kampf. Wow. Nido King ist eigentlich schon ein echter Hausnummer. Wenn Cursilla es in dem angeschlagenen Zustand schafft, Nido King jetzt platt zu machen, dann weiß ich, warum Mario sich über ihn abgelästert hat. Doppelkick. Ja, super. Und durch den Typen Nachteil kurz zu besiegen. Und wir waren noch nicht mal schneller. Ja, Sauhund. Wofür haben wir denn den Sauhund? Blut. Ja, Nido King hat ein paar Möglichkeiten, Sauhund ganz gewaltigen Ärger zu machen. Aber mit Doppelkick wird das nichts. Magneton hätte damit mehr zu gesetzt. Mit dem Typen Nachteil von Stahl. Ja, ihr wisst schon. Neutral und macht trotzdem kaum Schaden. Das ist einfach jetzt der Level-Vorteil, den wir haben. Nido King wurde besiegt. Und Sound erhält Erfahrungspunkte. Pokémon Hero wurde besiegt. Nido King hat sie wacker geschlagen. Hat es. So, wir reden nicht nochmal. Ich möchte nicht Megania als erstes haben. Ich möchte Magneton als erstes haben. Weil das den nächsten Level auf möchte haben. Weiter. Ich liebe Pokémon. Deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu sammeln. Und damit werde ich auch nicht mehr aufhören. Ja. Ich glaube nicht, dass es noch allzu viele Pokémon-Neueinsteiger gibt. Und die alten Nasen unter euch, also selbst wenn es gute Einsteiger gibt, die werden wissen, was er damit meint. Ich werde nicht mehr damit aufhören. Ich mir überlege, mit welchem Alter ich angefangen habe und wie lang ich jetzt schon Pokémon zocke. Voll da die Waldfee. So viel Zeit habe ich sonst nie verbraucht. Irgendetwas. Und das war ein Warnick-Tail für einen Lamus. Der war doch lahm. Magneton. Pokémaniac Kuchi wurde besiegt. Wie konntest du mir das antun? Ja, wie konnte ich nur? Keine Ahnung. Haus des Profi-Anglers. Gibt es deine Angelroute wieder? Der See des Zorns ist eigentlich ein Krater, der durch wütende Keratos erschaffen wurde. Der Krater füllte sich mit Regenwasser und so entstand der See. Diese Geschichte erzählte sich schon der Urgroßvater meines Großvaters. Also dein Urgroßvater? Oder ein Ur zu viel? Ach ja. Früher konnte man hier quicklebendige Karpador fangen. Aber ich verstehe nicht, was hier geschieht. Okay, also müssen wir hier später nochmal hin. Ist halt leider so. Täuschen mich meine Augen? Ich sah ein rotes Garados im See. Aber ich dachte, Garados sind blau. Ja, Garados sind normalerweise besoffen, das stimmt. Ich habe gehört, dieser See entstand durch wütende Garados. Ich frage mich, ob da eine Verbindung zu der momentanen Situation besteht. I don't know. Und da sind Items versteckt. Auf der anderen Seite des Sees. Und noch ein paar Umwege, sag ich einfach mal dazu. Die Garados sind wütend. Das ist ein böses Omen. Ja, und da vorne ist das Garados, das ich haben möchte. Ich möchte es einfach nur haben, weil ich es theoretisch kann. So, welcher Zahn hat Megania eigentlich jetzt nochmal? Die türkischen Hüschen auf den Schirm sind diese Giftsachen. Hier das Reflektor. Also nichts wirklich weltbewegendes. Aber machen wir mit Magneton, passt schon. Okay. Okay, liebes Garados. Sei brav. Ein rotes Garados. Das heißt im Endeffekt Shiny! Soll ich es versuchen? Auch wenn es vielfach effektiv ist? Ach ja. Donnerschlag. Und Garados überlebt nicht. Volltreffer.
Die Attacke ist sehr effektiv. Gerade das wurde besiegt. Magneten erhält 917. Bassi erhält rote Haut. Also hatte dieses Garados einfach nur ein Sonnenbrand? Okay. Ich dachte, ist voller Garados. Aber sonst gibt es hier nichts. Die Carpador werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Bassi? Ich bin Siegfried. Ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte. Also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Bassi. Du kannst sagen... Achso, man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Ich glaube. Exzellent! Sieht so aus, als würde jemand die Carpador im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist das mysteriöse Radiosignal aus Paragonia City. Ich werde auf dich warten, Bassi. Du wirst auf mich warten, das finde ich aber toll. Nur gut, dass wir einen Habitag haben und entsprechend nicht so lange warten müssen. Ist schon von Hagonia City. Da können wir uns schnell nochmal heulen, die Pokémon umstellen. Und dann geht der Spaß los. Wir haben deinen Pokémon, machen sie ihm wieder fit. Wir benötigen deine Pokémon und heilen sie ganz kostenlos. Danke, deine Pokémon sind wieder top fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, klar. Als ob ich noch 50 Mal in dieses Pokémon-Center renne. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe an. Tausch. Magneton wieder nach hinten. Ja, komm, jetzt sortieren wir mal ein bisschen hier. Sauhund. Der kriegt eigentlich schnell genug Erfahrung. Map. Dragoan! Hyperstrahl! Das war ein Bodycheck. Wo bleibst du, Bassi? Ich habe mir gleich gedacht, die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Ja, wenn man schon Fleckhornrouten im Angebot sieht. Die Treppe ist hier. Hä? Okay. Ja, Bassi. Wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Ah, du hast die Geheimtreppe gefunden. Nein, das war ich nicht. Doch, Siegfried. Guck mich nicht so böse an. Oh, deine Drachen-Pokémon sind stark. Drachen-Pokémon. Gegen Drachen haben wir Godzilla. Das noch trainiert werden muss. Aber das überlasse ich Marci. Und zwar im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im übernächsten Part wieder. Naja, bis dann und ich bin raus. Ciao.